Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft und wir haben einen Invite für PDC bekommen. Das war jetzt eigentlich die Instanz, die ich als letztes gehen wollte, aber de facto sind wir jetzt schon reingekommen. Macht jetzt an sich nichts, gehen wir jetzt halt rein und schauen uns das Ganze an. Ich hatte halt hier Instanzen angemeldet für alle, die mir noch fehlen, also 5 Stück. Heißt, PDC fällt jetzt demnächst raus, aber... Also ich finde es jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Geht durchaus. Klar, so mein Wasserele haben wir im Moment beschworen. Ich hole mir jetzt erstmal hier so eine Lanze, denn die brauchen wir nachher. Brauchen wir jetzt sogar schon. Mal anlegen. Zack. Alles klar. So, das ist der Stoß, das Schild, ein Sturmangriff und selber ein Blocker, also alles klar. Dann wollen wir mal. Die ersten Gegner besiegt man tatsächlich komplett auf den Mounts hier. Ich denke, dass einer abmounten muss, um das ganze Event zu starten. Nee. Ist nicht mal notwendig. Wieso startet das Ganze denn dann nicht? Erklär mir das doch mal bitte jemand. Was machen wir falsch? Ach so, hier ist gerade noch der Dialog. Ah, hier oben. Sehr schön, sehr schön. Dann ist das ja alles klar. Tyrion auf der einen Seite, Thrall auf der anderen. Das ewige Duell geht in die nächste Runde. Und hier haben wir die Gegner. Sehr schön. Ja. Schilde sind hoch. Na los. Kommen noch welche? Ich glaube nur die zwei oder noch eine dritte. Ne, drei. Wow. Und mit denen fangen wir an? Ne, mit welchen fangen wir an? Das ist die Frage. Welche Gegner kommen als erstes? Sie positionieren sich alle. Die Untoten gehen in die rechte Ecke. Die Horde mit den Orks auf der linken. Okay, es geht los. Ist das gar kein Problem. Einfach die ganze Zeit mit Sturmangriffen hier das Ganze regeln. Kann ich noch nicht wirken. Ich habe kein Ziel. Das lädt immer noch auf. Jetzt müssten die nächsten kommen. Kann ich noch nicht wirken. Ich brauche ein Ziel. Das lädt okay. Ah, jetzt kommen die Big Bosses. Erste ist hinüber. Ja, die können gar nichts. Easy. Easy win. Jetzt auch wieder meine richtige Waffe anlegen. Die Lanze ist nicht mehr vonnöten.
Genau, los geht's. Das war ja nur der ganze Vorgeschmack. Ich weiß gerade gar nicht, wen wir als Ersten fokussen sollten. Ich nehme jetzt einfach mal die Eressa. Geht auch gut down. Ah, aus dem Gift muss man rausgehen. Shit, der heilt. Wird unterbrochen. Wonderful. Auf Hard Mode war das schon damals ein bisschen schwieriger. Kann ich euch sagen. Da ist man hier gerne mal gestorben. Wonderful. Gar kein Problem, wo ist denn das Damage-Meter? Ich überlege gerade, ist das hier vielleicht schon der Hard-Mode? Ne, das dürfte nicht der Hard-Mode sein. Den Hard-Mode hat man dann nur auf Stufe 80 gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, Recount, ne? So, hier haben wir's. Nicht DM. Damage Meter gab es und gibt es, glaube ich, immer noch. Aber. Ja. Kleriker fokussen. Sonst ziehen die ganze Gruppe wieder hoch. Also ihr seht es von der Instanz her, befinden wir uns die ganze Zeit hier tatsächlich nur in diesem Kolosseum. Also, keine großartige landschaftliche Abwechslung. Aber das braucht es auch gar nicht. Ich finde die Instanz eigentlich auch schon von sich aus sehr gelungen. War halt damals auch wieder was komplett anderes und, wurde halt damals auch komplett gehypt. Also wir haben sind damals tatsächlich auch hier in den Normal Mode immer und immer wieder reingegangen. Weil einfach der Loot auch so gut war. Komm schon. Nein, mein Proc läuft aus. Fuck it. Stun auf die Klerikerin. Beziehungsweise sie heißt ja gar nicht, ist ja gar keine Klerikerin, sondern eine Priesterin. So viel dazu. Aber der Hunter, der macht doch nochmal eine Ecke mehr Damage als ich. Wahrscheinlich Full Level Gear. Dann gehe ich einfach mal ganz klar aus. Ach, hier, der Boss ist schon da. Ach, genau, da hätte man sich umdrehen müssen. Und jetzt hatte ich einen Lag. Zusätzlich dazu. Ein heiliges Feuer war das nicht? Oh Gott, wir verrecken hier. Oder sollen wir zuerst den hier töten? Ach so, ja, ich glaube schon. Oder? Scheiße. Verreckt. Das war ein Vibe, Leute. Ein Vibe. Ein Vibe, wie er im Buche steht. Ich glaube, die macht so eine Schockwelle und wenn die Schockwelle macht, dann muss man sich so wegdrehen, wenn man ansonsten gestunt wird.
So eine Art Blende oder so, ich glaube ich jedenfalls. Erstmal was essen. Achso, schon wieder was Neues hier. Tischlein deck dich kann ich noch nicht, ne? Oder kann ich schon Tischlein deck dich? Weiß ich gerade gar nicht. Doch, kann ich. Natürlich kann ich das schon. Ja, ja, auf das Schatten-Ad. Das habe ich gerade auch nicht gemacht. Also wenn das Schatten-Ad kam, ich hatte gerade auch so einen miesen Hänger dazwischen. Oh, er liegt doch direkt los. Ah, okay, das ist kein Stun. Das war kein Stun, Leute. Das war einfach von der Boss-Mechanik. Also es war schon ein Stun, aber es war von der Boss-Mechanik so gewollt. Das ist das Ding auch kein Problem. Obwohl der Healer seine Probleme hat, den am Leben zu halten. Jetzt mal ein bisschen Damage reinhauen. Und hinüber. Sehr schön. Funktioniert doch. Leute, funktioniert doch. So, und wir haben hier einen wunderbaren Gürtel. Der uns mehr Int gibt, mehr Ausdauer, aber weniger Crit, aber ein bisschen mehr Haste. Kommt, nehme ich mit. Oh shit. Fail-Bedarf. Wollte ich nicht. Ich Ninja-Looter. Du hast meinen Auftritt versaut, du Ratte. Das war nicht gewollt. Aber jetzt kommt, glaube ich, schon der Endboss. Das ist, er müsste er sein. Gar kein Trash mehr davor. Ein Agent des Lichtkönigs könnte auf den Boden eures erbärmlichen kleinen Turniers geschlagen werden. Der schwarze Ritter. Ich komme, um meinen Auftrag zu beenden. Diese Farce so. Endet hier. Stirbt ja fast instant. What the fuck? Aber der steht nochmal auf, ne? In seiner Skelettform. Mein Verraten ist falsch. Was ist die Sonne übel? Ich habe mein Wasserelementar übrigens gerade nicht draußen, fällt mir auf. Unser Tank verreckt, sondern kriegt er keine Heilung. Ich brauche keine Knochen, um euch zu bezwingen. Genau, der hat nämlich drei von den Formen. Und ich glaube, das ist die letzte übrigens. Scheiße. Wir verrecken hier. Ah, geschafft. Boah, der Heal war schlecht. Der Heal war leider gar nicht mal so gut. Der Heal war leider gar nicht mal so gut. Schade. Ich überlege gerade, kommt jetzt noch was? Oder? Nee, dann schon abgeschlossen hier. Tatsächlich. Fertig.
Ja, das war PDC, die Prüfung des Champions. Ja, jetzt eigentlich eine sehr, sehr schöne Instanz, wie ich finde. Keine Ahnung, was ihr dazu sagt, aber es war einfach und es ist einfach noch bis zum heutigen Zeitpunkt was anderes, was Neues. Und hat damals sehr viel Spaß gemacht. Man hat die halt damals, ist die halt echt in Dauerschleife gegangen, um da wirklich die Epics abzukassieren, weil halt da schon im Normal-Mode die Epics gedroppt sind. Und das war halt schon klasse. So, ich kann ja mal eben kurz gucken. Hier haben wir den, haben wir die Hero-Modus und Prüfung des Champions gab's auch im HC-Modus, meine ich doch, ne? Also, hatte ich doch so in Erinnerung. Gut, liebe Leute, das soll's an dieser Stelle gewesen sein. Wir machen beim nächsten Part weiter und dann wird's hier nochmal ein bisschen mit dem Questen weitergehen. Macht's gut, ciao.